Herzlich willkommen aus der Stadtbibliothek Bischofswerda. Heute lese ich von Sven Nordqvist ein Feuerwerk für den Fuchs. Das ist eine Geschichte mit Pettersen, dem alten Pettersen, einem alten Mann, und seinem Kater Findus. Und es geht los. Der alte Pettersen und sein Kater Findus wohnten auf einem kleinen Hof draußen, mitten in der Natur. Im Hühnerstall hatten sie einige Hühner und im Holzschuppen genügend Holz und alles andere, was man so braucht, gab es im Tischlerschuppen. Sie bekamen nicht oft Besuch und das war nur gut so, fand Pettersen. Aber eines Tages kam der Nachbar, Gustavsson, mit seinem Hund an der Leine und dem Gewehr über der Schulter vorbei. Er sah ziemlich grimmig aus. »He du, Pettersen«, sagte er, »hat dich der Fuchs auch besucht?« »Nee, hier war kein Fuchs.« »Ich habe jedenfalls nichts gemerkt«, antwortete Pettersen. »Das hättest du schon gemerkt, wenn er da gewesen wäre«, knurrte Gustavsson. »Er ist ein Hühnerdieb. Heute Nacht war er bei mir und hat einen Huhn geklaut. Aber das macht er nicht nochmal. Wenn ich den erwische, den schieß ich ab.« »Du solltest auch dein Gewehr bereithalten, Pettersen. Heute Nacht kommt er vielleicht zu dir, wenn er feststellt, dass ich meine Hühner eingesperrt habe.« Und dann ging Gustavsson. »So, so. Und du meinst, heute Abend kommt der Fuchs«, murmelte Pettersen und sah Gustavsson nach. »Dann sperren wir die Hühner am besten sofort ein, oder was meinst du, Findus?« Der Kater war auf Pettersens Hut geklettert, als Gustavsson mit seinem Hund gekommen war. »Ich finde, du solltest lieber Gustavsson einsperren«, sagte Findus und warf ihm böse Blicke hinterher. »Einem Kerl mit Gewehr trau ich keine Sekunde.« Pettersen lachte. »Du findest es also nicht gut, dass er den Fuchs erschießen will?«, fragte er. »Der frisst doch sonst unsere Hühner auf.« »Füchse soll man nicht erschießen, die muss man reinlegen. So mache ich das immer«, sagte Findus. »Das kann ich mir vorstellen«, sagte Pettersen kichernd. »Aber ich gebe dir recht, Findus. Es wäre schade, den Fuchs zu erschießen. Uns wird schon was einfallen, womit wir ihn verscheuchen. Etwas, damit ihm der Appetit auf Hühner vergeht.« Und Pettersen fing an nachzudenken und zu grübeln. Manchmal gab er komische Laute von sich, wenn ihm was Gutes eingefallen war oder wenn er fand, dass es doch nicht so gut war, was ihm eingefallen war. Schließlich biss er in die Luft und knurrte, stieß ein erschrockenes Uff hervor und lachte dann leise wiehernd. »Haben wir Pfeffer im Haus?« »Einige Kilo sind immer da«, sagte Findus. »Dann bauen wir ein Huhn«, sagte Pettersen. »Komm lieber mit in den Tischlerschuppen, damit der Fuchs dich nicht holt.« »Tschüss, das soll er nur wagen«, sagte Findus. Aber er kam jedenfalls mit. Im Tischlerschuppen gab es alles, was man brauchte, um einen Fuchs zu verscheuchen. Pettersen suchte aus der Schusterschublade einen kleinen weißen Ballon und eine Rolle mit Draht hervor. Dann wühlte er in einem alten Koffer, der im Regal stand. »Wo ist der Pfeffer, Findus?«, fragte er streng. »Der soll hier und nirgendwo anders liegen. Bei mir herrscht Ordnung, das weißt du.« »Soviel ich weiß, war der Pfeffer noch nie in dem Koffer«, sagte Findus ruhig. »Der liegt doch immer im Fahrradkorb.
Das solltest du aber langsam essen. Ach ja, stimmt, sagte Patterson und holte eine große Tüte Pfeffer aus dem Fahrradkorb. Er hängte den Ballon an einen Trichter und füllte so viel Pfeffer hinein, wie hineinging. Dann blies er den Ballon auf, bis er fast platzte. Jetzt brauchen wir ein paar Federn. Hast du ein paar Federn, Findus? Ich hab doch keine Federn, sagte der Kater. Frag Henny. Henny war die größte Henne. Sie saß in der Nische zwischen Tischlerschuppen und Hühnerstall und beobachtete, was der Alte und der Kater trieben. Henny, wir brauchen Federn, um einen Fuchs zu verscheuchen. Jede von euch muss ein paar opfern. Es ist zu eurem eigenen Besten. Henny verzog den Schnabel und ging zu den anderen Hühnern hinein. Während sie gackernd diskutierten, wickelte Patterson Draht um den Ballon und bog die Enden so zusammen, dass sie aussahen wie Flügel und Beine. Schließlich kam Henny mit einer Tüte Federn zurück. »Wir müssen sie aber wieder haben«, sagte sie mit strenger Miene. »Klar doch, sollt ihr haben«, sagte Patterson. Und dann fing er an, die Federn auf den Ballon zu kleben. Er machte einen Schnabel und einen roten Kamm und Schwanzfedern und der Kater half ihm. Als sie endlich fertig waren, sah der Ballon fast genauso aus wie ein Huhn. »Hübsches Huhn«, sagte Findus, »was machen wir damit?« »Da soll der Fuchs reinbeißen«, sagte Patterson fröhlich. »Wenn er heute Nacht angeschlichen kommt und wenn er das Huhn entdeckt, das da ganz allein rumsteht, stürzt er sich drauf und wow, schlägt er die Zähne hinein und dann platzt es, peng! Und dann kriegt er so einen Schreck, dass er tief Luft holt. Und dann kriegt er Pfeffer in den Hals und in die Nase und muss niesen und spucken. Und dann ist ihm der Appetit auf Hühner für alle Zeiten vergangen. Die Hühner klatschten Beifall und Findus sah seinen alten Stolz an. »Du lässt dir was einfallen, Patterson«, sagte er. Sie setzten das Huhn auf den Hof und betrachteten es. »Es ist sehr schön geworden«, sagte Findus. »Ja, wirklich«, sagte Patterson stolz. Und dann war es eine Weile still. »Aber ich frage mich, ob das genügt«, sagte Findus. »Sollte es nicht ein bisschen lauter knallen, wenn wir schon mal dabei sind, damit der Fuchs wirklich kapiert, dass wir ihn hier nicht haben wollen?« »Du hast es gern, wenn's knallt, was?«, fragte Patterson und blinzelte dem Kater zu. »Ja, nicht unbedingt«, sagte Findus gleichgültig, »aber ich denke an die armen Hühner.« »Natürlich, an die denkst du, ich verstehe schon«, sagte Patterson. Er zog an seiner Nase und dachte ein bisschen nach. »Aber vielleicht hast du recht. Wir könnten ja noch ein paar Knaller ausstreuen, für den Fall, dass er schwer von Begriff ist. Komm lieber mit, es wäre schade, wenn das Huhn platzt, während wir da so rumstehen.« »Tch, ich bin doch kein Fuchs«, sagte Findus. Aber er kam jedenfalls mit. Patterson ging zurück in seinen Tischlerschuppen und fing an, in den alten Farbdosen zu suchen, die auf dem alten Ofen standen. »Wo sind die Knaller, wenn ich fragen darf?«, fragte er und sah Findus ärgerlich an. »Gestern waren die Dosen noch voller Knaller und jetzt sind sie leer, Findus?« »So
Soviel ich weiß, liegen sie immer in der Hutschachtel neben der Tür, antwortete Findus. Ja, das kann wohl sein, das stimmt wohl, murmelte Patterson, stopfte sich die Taschen voll mit Knallern und was er sonst noch für ein Feuerwerk in der Hutschachtel fand. Dann ging er hinaus und verstreute die Knaller auf dem Hof. Patterson band die Knaller mit der Zündschnur zusammen und die zog er durch den Spalt unter der Haustür in den Flur hinein, ins Schlafzimmer bis zu seinem Bett. Daneben legte er eine Streichholzschachtel. So, das müsste wohl reichen, um einen Fuchs zu verscheuchen, sagte er. Wenn der Fuchs heute Nacht kommt, stürzt er sich auf das Huhn und beißt hinein, und dann platzt es. Und wenn es dann knallt, werde ich wach und zünde die Zündschnur an, und in der nächsten Sekunde wird es rund um den ganzen Hof ballern und blitzen. Dann sollte er es wohl mit der Angst kriegen, sonst weiß ich nicht, was das für ein Fuchs ist. Findus betrachtete still die Zündschnur, dann sagte er, Füchse sind eigentlich ziemlich dumm. Ich frage mich, ob die paar Knaller reichen, ihm klarzumachen, dass er keine Hühner klauen soll. Wollen wir nicht auch ein bisschen spuken? Spuk, sagst du, grunzte der Alte, ich finde, das hier reicht. Aber er fing schon an zu überlegen, ob er nicht eine gute Spukidee hatte. Und je mehr er nachdachte, umso lustiger fand er es. Bald stand er wieder auf dem Hof und murmelte vor sich hin und guckte nach rechts und links in die Luft. Dann sagte er, wir bauen eine Seilbahn. Komm lieber mit, Findus, sonst geht das Feuerwerk noch unter deinem Hintern los. Tsch, so ein Quatsch, sagte Findus. Aber er kam jedenfalls mit. Patterson starrte nachdenklich die Wand im Tischlerschuppen an. Ich hatte mal eine ganz lange Leine. Ich habe sie ordentlich aufgerollt und habe sie auf den Nagel da gehängt. Und da hängt jetzt eine Geige. Findus, hast du gezaubert? Findus stöhnte. Du hast keine Leine an den Nagel gehängt, Patterson. Die hast du in den Autoreifen gelegt. Ja, so war's wohl, aber trotzdem, muffelte der Alte und nahm die Leine aus dem Reifen. Dann holte er ein Spuklaken und ein Rad, das an einem Eisengestänge befestigt war. Er ging hinaus und hängte die Leine zwischen dem Wohnhaus und dem Baum auf der anderen Seite des Hofs auf. Dann befestigte er das Rad an der Leine. Komm, Findus, jetzt darfst du Seilbahn fahren, sagte er. Der Kater kletterte die Leiter hinauf, Patterson hängte ihm das Laken um und zeigte Findus, wie er festhalten musste. Dann gab er ihm einen Schubs. Yippie! Der Katzenspuk sauste davon über den Hof und einige Sekunden später sprang Findus auf den Baum an der anderen Seite. Prima, sagte Patterson. Das geht nämlich so. Wenn ich heute Nacht die Zündschnur anzünde, läufst du auf den Dachboden, wirfst dir das Spuklaken über und wenn es wie verrückt knallt und blitzt, dann springst du aus dem Fenster, hängst dich an die Seilbahn und wenn du genau über dem Fuchs bist, schreist du mit deiner schrecklichsten Stimme, du sollst keine Hühner klauen. Dann müsste er es eigentlich begreifen. Ja, das sollte man glauben, sagte Findus. Endlich war er zufrieden. Jetzt kriegte er sein Feuerwerk und seinen Spuk und eine Seilbahn noch dazu.
Nun reicht's, sagte Patterson, jetzt gehen wir rein und trinken Kaffee. Und das taten sie. Der Abend war sehr aufregend. Bevor es dunkel wurde, holte Patterson alle Hühner in die Küche. Er sagte ihnen, dass sie still seien und die ganze Nacht abwechselnd hinterm Blumentopf am Fenster Wache halten sollten. Und wenn sie den Fuchs sahen, sollten sie Patterson wecken. Mehrere Male an diesem Abend machte er einen Rundgang, um nachzusehen, ob das Ballonhuhn draußen richtig dastand, ob die Zündschnur in Ordnung war und ob das Rad noch an der Leine hing. Als sie im Bett waren, ging sie noch einmal alles durch, was passieren wird. Mitten in der Nacht, wenn sie am tiefsten schlafen, kommt der Fuchs. Er stürzt sich auf das Huhn, beißt hinein, das Huhn platzt und davon werden sie wach. Patterson zündet die Zündschnur an, Findus läuft auf den Dachboden und wenn es auf dem Hof am lautesten kracht, fährt Findus mit der Seilbahn los und schreit, du sollst keine Hühner klauen. Und dann wird der Fuchs verschwinden und nie mehr wiederkommen. So wird es heute Nacht, dachten sie, in einigen Stunden, wenn sie eingeschlafen waren, oder in einigen Minuten oder in der nächsten Sekunde. Schließlich wurde Findus so müde, dass er einschlief. Aber Patterson konnte nicht schlafen. Er lag da und lauschte in die Dunkelheit und wartete. Aber alles war still. Nein, übrigens nicht ganz. Etwas war zu hören. Oder fühlte er nur, dass da draußen in der Dunkelheit etwas war? Patterson stieg aus dem Bett, schlich ins Wohnzimmer und guckte hinaus. Da war der Fuchs. Er schlich um den Hühnerstall und schnupperte. Er sah ängstlich aus, ein mageres Etwas, das auf dem einen Hinterbein hinkte. Vielleicht stiehlt er deswegen Hühner, dachte Patterson. Wahrscheinlich kann er keinen Hasen fangen, weil er nicht schnell genug laufen kann. Ui, der kriegt einen Herzschlag, wenn das Feuerwerk losgeht. Ich werde die Zündschnur lieber nicht anzünden. Jetzt entdeckte der Fuchs das Ballonhuhn, das da ganz allein auf dem Hof stand. Langsam, langsam schlich er näher, dann stürzte er vorwärts und blieb plötzlich genau vor dem Huhn stehen. Vorsichtig schnupperte er am Huhn, dann lief er davon und verschwand hinterm Haus. Patterson ging zum Fenster an der Rückseite des Hauses, um zu sehen, wo der Fuchs geblieben war. Der war über die Steinmauer gesprungen, da saß er und schaute zum Haus. Der Alte hatte Mitleid mit ihm. Es ist auch zu traurig, dass Gustafsson ihn erschießen wollte, dachte er. Der Fuchs saß immer noch da. Er war kaum in der Dunkelheit zu erkennen. Die Wanduhr tickte. Es war ganz still. Da kam der Knall. Der Ballon explodierte, jemand nieste und spuckte laut und deutlich. Findus schoss in die Höhe, wie von einem Trampolin hochgeschleudert und schrie, »Mach die Zündschnur an, Patterson!« Als er sah, dass der Alte nicht da war, zündete er sie selbst an und zwei Sekunden später knallte und ballerte und blitzte es rund um den ganzen Hof. Findus stürmte auf den Dachboden, warf sich das Spuklaken über, öffnete das Fenster, schwang sich in die Seilbahn und schrie, »Du sollst keine Füchse jagen!« »Wie?« »Das wollte er ja gar nicht sagen. Er hatte sich versprochen.« Aber es war trotzdem richtig, denn in dem Augenblick, als er geschrien hatte, sah er, dass es nicht der Fuchs war, der da mitten in dem Spektakel stand, sondern Gustafsson. Er hatte sein Gewehr und den Hund bei sich. Der Hund jaulte und Gustafsson starrte das Gespenst an, das da angeflattert kam
Und er warf das Gewehr weg und piepste mit jämmerlicher Stimme: Nein, nein, ich verspreche, dass ich niemals mehr einen Fuchs jage. Hör auf, lass mich gehen. Da wurde es plötzlich ganz still. Die Knaller waren alle explodiert und der Katzenspuk war im Baum verschwunden. Der Hund war weggelaufen und Gustavsson sah sich verwirrt um. Nur ein kleiner Knaller, der nicht rechtzeitig explodiert war, zischte noch leise vor sich hin. Puff. Gustavsson stöhnte vor Entsetzen und rannte davon. Als alles wieder still und ruhig war, sprang Findus vom Baum und lief in die Küche. Da saß Pettersen und lachte. Das hast du gut gemacht, Findus, sagte er. Es ist zwar alles ganz anders gekommen, als wir gedacht haben, aber der Fuchs kommt bestimmt nie mehr wieder. Wieso? Der Fuchs war doch gar nicht da, das war doch Gustavsson, sagte Findus. Und er sah sehr enttäuscht aus. Ja, das habe ich wohl gesehen, aber der Fuchs war auch hier, als du schliefst. Stell dir vor, er mochte das Ballonhuhn nicht. Er hat hinter der Steinmauer gesessen und sich ganz entsetzt das Feuerwerk angeguckt. Er hat auch gesehen, wie das Ballonhuhn geplatzt ist. Als die Ballerei vorbei war, kam er in die Küche und lief gleich 10 Hühnern in die Arme. Aber er hat sie nicht angerührt. Er kriegte einen solchen Schreck, dass er auf der Stelle kehrt machte. Wahrscheinlich hat er geglaubt, die würden auch platzen. Er hat es gerade noch geschafft, sich ein bisschen Schokoladenpudding zu mopsen, den wir morgen zum Nachtisch essen wollten. So ein verflixter Fuchs, sagte Findus. Aber den Pudding können wir ihm ja gönnen. Du machst sicher einen neuen, oder, Pettersen? Klar, das machte Pettersen gerne. Soweit die Geschichte. Ihr könnt, wenn ihr in die Bibliothek kommt, das Buch trotzdem ausleihen, um euch die wunderbaren Illustrationen anzuschauen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.